Gut. Das Dämonenauge zerstören. Und es fallen die Sterne vom Himmel. Sie erleuchten die Wege. Und wir bekommen schöne Erfahrung von den Dämonenaugen. Es ist Mitternacht. Fast Mitternacht. Und schon der nächste. Kann das nicht hingehen. Nein, die müssen weg. Also wir haben jetzt einen Stat-Punkt. Machen wir auf Defensive. Wir haben noch 0 Defensive, dann bringt es noch nicht so viel, aber später bringt es sehr viel. Wir müssen ja alleine gegen Bosse kämpfen und da ist Defensive am besten. Schaden machen wir trotzdem sehr viel. Und da zeige ich dann euch auch, was dann heißt Schaden. Das ist dann extrem. Ich habe es schon sehr, sehr früh, eigentlich nach dem Boss, schon 250 Schaden gemacht, sogar 500 erreicht. Und das kann man, mit dem kann man schon Bosse töten. Wann hier ist. Leider seht ihr jetzt nicht sehr viel. Ich sehe noch ein bisschen, wenn ich den Kopf nach oben stecke. Tut mir leid. Aber es ist noch dunkel und wir haben keine Fackeln. So, wir könnten eine Rüstung machen, aber das bringt jetzt noch nicht. Ne. Wir warten und gehen in die Höhle, genau. Gehen wir mal in die Höhle. Vielleicht gibt es hier Vasen. Ja, das ist da natürlich nicht so gut, wenn wir hier die Höhle gehen. Ohne Licht. Gehen wir lieber wieder hoch. Weichen im Zombie aus. So. Ja, die blöde Nacht, die ist sowas von sinnlos irgendwie. Ah, eine Fessel, gut. 20 Mana, cool. So. Gibt's hier noch etwas? Vielleicht mal wackeln. Besiegt. Einen Pilz haben wir hier gefunden. Immer noch keine Fackel. Das ist nicht gut. Leider spawnen hier auch keine Slimes in der Nacht. Darum können wir auch keine Fackeln herstellen aus den Slimes. Ab der Haarklippe. So, jetzt. So, jetzt haben wir hier das Licht. Später kann man hier einen Minenhelm bauen und
Eine Kugel kann man dann auch finden. Feen kann man finden, die leuchten und so. Es gibt gute Optionen noch in dem Fackel. So. Und wieder ein Level ab. Jetzt sind sie schon Level 4. Also am Anfang geht es relativ schnell. So. Was gibt es denn hier denn noch? Nicht so viel. Und eine Schatztruhe. Sehr gut. Das hat sich gelohnt. Sehr schön, jetzt haben wir ein paar Fackeln. 11 Fackeln, cool. Gibt viel zu erkunden und hier ist die Crimson. Das ist nicht gut, noch nicht gut. Dann gehen wir wieder weiter weg. Einfach fernbleiben am Anfang. Die sind sehr stark, die Monster da. Wir tanzen mit dem Auge. Schön, dass wieder Morgen ist. Das Auge möchte abhauen. Und es haut auch ab. So, also gehen wir wieder zurück. Und sammeln noch ein bisschen Holz. Und es fängt an zu regnen. Jetzt kommen wahrscheinlich die fliegenden Fische. Einfach die Augen in Fischform. So. Aha. Noch eine Kiste. Gut. Aua. Hier haben wir ein Crimson Altar. Dem kann man später neue Erze generieren. Aber jetzt bringt es noch nichts. So. Und hier haben wir Amethysten. Braucht zum Beispiel der Mage am Anfang, später braucht es der Krieger. Für ein ganz bestimmtes Schwert. So, in den Höhlen. Ja, wollte ich gerade sagen, gibt es solche Räume mit Kisten. Also lohnt es sich in den Höhlen gut umzuschauen. Das ist eine goldene Kiste. Und in der goldenen Kiste ist
Die Flare Gun, Nachteulentrank und Engelstatue. Oh, Sand, der erste Sand haben wir dick. Und ein bisschen Lehm. Können wir auch noch abbauen. Schleim müssen schon stärker. Grüne Gegenwart. Ein Geschenk. Ja, genau das ist mit dem Sand. Habe ich jetzt vergessen. Der Sand bringt uns um. Der ist böse. Okay, der erste Tod. Ach, nix. Dafür haben wir jetzt eine Abkürzung genommen. So. Ah, der Merchant ist hier. Die Bahn, der Stern, den Amboss, diese Bahn, ja, den Amboss mal hinsetzen. Was könnten wir herstellen? Sinnbreitschwert bringt's nicht. Eisenketten brauchen wir. Mit der Eisenkette können wir noch nichts herstellen, genau. Okay, das wär's. Setzen wir hier die Kisten hin, sobald wir den Boden gemacht haben. So, in der ersten Kiste machen wir das Geld, die Erze, und die Amethysten hinein. In der zweiten Kiste machen wir das Pflanzliche rein. So, in der dritte machen wir den Restmüll mal rein. Die könnten wir gebrauchen. Ah ja, jetzt weiß ich, was mit Ketten machen kann. Ah, dazu brauchen wir wahrscheinlich noch etwas. Der Merchant hat... Was hat der? Danke. Ah ja, der Mining Helm hatte schon mal. Aber der ist recht teuer. Man kann ihn aber auch selber finden. Dann bringt es noch nichts. So, du zeigst mir, was man aus den Eisenketten herstellen kann. Das Sägewerk, A2, ein oder Leadbar. Was kann man mit dem Steinen machen? Ah, Facebook, sehe ich. Das ist eine Falle
und das kann man ja eben Monster töten. Sehr effizient. Aber sie sind natürlich stationär. So, noch ein Lagerfeuer bitte. Gut. So, ich mache kurze Pause. Wir sehen uns gleich wieder. Es geht gleich weiter. Bis dann.